Hallo, was machen Sachen? In diesem Video werde ich zeigen, wie ich den Charakter erstellt habe, den ich gerade nutze. Ich habe das in zwei Teile eingeteilt, einmal in die Vivoid-Phase und einmal in die Blender-Phase, sodass man das halt so ein bisschen getrennt hat, weil das wird halt, glaube ich, sonst ein bisschen lang. Ich möchte euch ein bisschen was dazu erzählen. Also jetzt kommt erstmal der Teil in Vivoid und danach kommt ein zweiter Teil mit dem Arbeiten in Blender. Ja, momentan nutze ich Vivoid für die Basis des Charakters, einfach ja den Körperbau, Gesichtsform und so weiter lassen sich halt wunderbar in Vivoid halt für mich leicht erstellen, wie jetzt einen kompletten Charakter neu zu erstellen in Blender. Ist jetzt nicht so mein Fall, ich bin jetzt halt wirklich mehr Hard Surface wie halt organisch, aber ich glaube, das wisst ihr mittlerweile. Und so habe ich mir halt jede Menge Arbeit gespart. Gerade was halt eine vernünftige Topologie angeht, finde ich halt noch sehr schwierig. Daher bin ich sehr froh, dass es dieses Programm gibt und mir einfach einen Großteil der Arbeit abgenommen wird. Und noch ein großer Vorteil von diesen Charakteren ist halt, der komplette Körper ist halt schon gerigged. Raid Paint ist vorhanden, es funktioniert alles wunderbar. Man kann halt zusätzlich dann halt weiter was dazu machen in Blender. Das werdet ihr dann nach und nach sehen. Aktuell seht ihr im Hintergrund, wie ich einfach die Proportionen für den Körper festlege, das Gesicht gemacht habe. Ja, und als nächstes mache ich ein paar Klamotten. Ich werde mir halt irgendwas raussuchen, was halt so dem entspricht, was ich machen möchte. Und dann halt erstmal einzeichnen, so ungefähr, wie ich es haben möchte, bevor ich es dann weiter in Blender arbeite. Einfach, dass ich eine Vorlage für mich habe, was ich jetzt eigentlich machen möchte. Ja, jetzt kommen die Haare dran. Ich habe mich für eine Kurzhaarfrisur entschieden. Alle, die im Stream dabei waren, haben gesehen, ich hatte erst versucht, einen Ponytail zu machen, aber habe mich dann doch umentschieden. So, ja, generell ist mein Vorgehen bei Haare so, dass ich mir halt mit einem relativ dicken Pinsel einfach mal ein Grundgerüst baue. Wo gehen Haare hin? Wo fallen die lang? Welche Richtung gehen sie? Und dann mache ich halt einen zweiten oder einen dritten Layer mit einem ähnlichen Dicke und einfach Lücken zu füllen. Und dann halt nochmal mit weiteren Layern, vielere, kleinere dazu, dass einfach mehr Volumen reinkommt. Einfach, dass es schön, es sieht für mich schöner aus, wenn ich halt verschiedene dicke Haare habe. Finde ich angenehmer, wie halt immer eine gleiche Dicke. So ein bisschen Varianz tut ganz gut. Ja, was ihr später sehen werdet, dass ich halt die Basis der Haare, die halt in Vivoid generell vorhanden ist und die Haare an sich halt von Materialien her drin. Ich finde das halt immer ein bisschen schöner, wenn die sich farblich ein bisschen unterscheiden, nicht so einheitlich sind. Gerade bei einer Kurzhaarfrisur finde ich das immer ganz schön. Ihr könnt das machen, ihr müsst das nicht, es kommt auf euch halt selber an. Da ich halt die Sachen später in Blender und so weiter nochmal bearbeite, hätte ich es nicht machen müssen. Aber es ist halt Gewohnheitssache bei mir.
So, kommen wir zur letzten Sache, die wir in Visual Studio machen, bevor wir das Modell in Blender importieren. Wir wollen Bones für die Haare setzen, dass wir sie bewegen können, wenn wir das dann möchten. Ist halt eine Sache, das ist mehr so ein Gefühl, man muss es ausprobieren, man muss es ein paar Mal gemacht haben, da hat man so ein Gefühl für. Man kann jetzt nicht sagen, okay, die sind so und so lang, dann müsst ihr das und das eingeben, dann funktioniert das. Ist halt wirklich für jede Frisur und jede Haarlänge anders da. Ist auch immer anders da. Wie stark wollt ihr, dass sich es bewegt und wie steif soll es sein? Das ist halt unterschiedlich. Man kann es nicht einfach so pauschal sagen, mach das und das und dann funktioniert es. Wie jetzt ja auch bei mir, ich gebe verschiedene Sachen ein. Ich habe so eine Basissteifheit, so um die 70, finde ich für mich immer ganz nice, gerade bei kürzeren Haaren und halt Bones so, ja, 4 bis 3 bei kurzen Haaren. Und dann halt immer ausprobieren. Mehr, weniger, muss ein bisschen Radius erhöht werden und ein bisschen doch Gravitation dazu. Das muss man da ausprobieren. Einfach hin und her mal gucken. Ich habe jetzt halt noch keinen Guide, wo man sagen kann, okay, gib das vor ein und es funktioniert, sondern einfach ausprobieren, gucken, testen. Ich habe es auch 4, 5 Mal getestet und dann, bis ich zufrieden war, dann habe ich es importiert. So, und das war's mit dem Teil in ReWorld. Wir sind jetzt komplett fertig. Das Modell wird exportiert und dann importiert in Blender. Und ich hoffe, wir sehen uns an dem zweiten Teil. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Er hat ein bisschen informativ. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann ein bisschen später im zweiten Teil. Tschüss!